Du musst zu Hause trainieren und suchst nach einem Unterkörper-Workout und du hast nur eine Kettlebell zur Verfügung, dann bekommst du hier ein Workout, das du ganz einfach mit einer Kettlebell zu Hause durchführen kannst. Let's go! Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Fritz von My Performance Coach und wir machen heute ein Workout für unsere Beine, für unseren Unterkörper mit einer Kettlebell. Diese Workout-Reihe hier ist aufgrund der Corona-Pandemie oder dem Chaos, das gerade in Deutschland entsteht. Wir wollen alle weiter trainieren und wir haben uns vielleicht ein bisschen Equipment ausgeliehen. Und eine medium-schwere Kettlebell ermöglicht uns auf jeden Fall eine ganze Menge an Krafttraining auch durchzuführen und ganz besonders auch für die Beine. Prinzipiell, wenn wir nur ein medium schweres Gewicht haben, müssen wir natürlich in den Beinen auch ein bisschen mehr Wiederholungen generieren bzw. ein bisschen mehr Zeit unter Spannung zusammenkriegen, um einen adäquaten Reiz darauf zu kriegen, dass wir Muskulatur erhalten. Gerade jetzt, wo wir vielleicht nicht die Möglichkeit haben, schwere Kniebeugen zu machen, schwere Kreuzheben zu machen oder olympisches Gewicht heben. Was auch immer, wir sind nicht in der Lage, viel Gewicht auf uns zu laden, um Muskulatur zu halten. Deshalb müssen wir es ein bisschen über Zeit unter Spannung und Wiederholungen lösen. Als Warm-up machen wir wie immer ganz basic 25 Burpees hinlegen, aufstehen, 25 Mal. Die Nachbarn freuen sich immer, aber unsere haben es verdient. Da wir heute mit der Kettlebell trainieren, ist die zweite Übung im Warm-up Russian Kettlebell Swings. Das sollte für jeden kein Problem sein. Entscheidend hier schön aus der Hüfte, Arme bleiben lang, das Ganze aus der Rückseite beschleunigen und unsere Beine vernünftig warm bekommen. Geheimtipp fürs Ablassen auf dem Boden. Abmats, tipptopp. Dritte Warm-Up-Übung sind stinknormale Squats. Hier schön versuchen, vollen Bewegungsumfang zu erreichen, Full Range of Motion. Schön aufrecht bleiben, Bauchmuskeln anspannen, um hier eine schöne Bewegung zu bekommen. 25 davon, also Warm-Up, 25 Burpees, 25 Russian Swings und 25 Squats. Da wir heute versuchen, ein bisschen mehr Last für den Unterkörper zu bringen, haben wir noch ein ausgeweitetes Warm-up und machen noch drei weitere Übungen für drei Runden. Und zwar machen wir 20 Hand-to-Hand-Swings. Das heißt, Swing, Hand wechseln, Swing, Hand wechseln, Hand wechseln, zack. Kann man so machen, auch so, also Griff nach oben oder Griff so, dass die Hände ineinander übergreifen können. Zweite Übung, Hollow Rocks. Legen uns auf den Rücken in die Hollow Body Position. Wir machen den rollenden Stein. Und 20 Single Leg Glute Bridges, also Hüftheben einbeinig, 10 pro Seite. Den Rücken ein Bein anstellen, zweites Bein streckt sich gegen Decke und hier voll rausschieben bis in die komplette Hüftstreckung. Und davon 10 auf jeder Seite. Das Ganze drei Runden lang, 20 Hand-to-Hand Swings, 20 Hollow Rocks und 10 Single Leg Glute Bridges zur Seite, pro Seite. Und dann haben wir das Warm-Up komplett. Das gesamte Warm-Up sind 25 Burpees, 25 Swings, 25 Air Squats, 3 Runden, 20 Hand-to-Hand Swings, 20 Hollow Rocks und 20 Single Leg Glute Bridges, 10 pro Seite. Dann kommen wir auch schon zum richtigen Kraftteil dieses Workouts und der teilt sich in zwei Teile. Der erste Teil ist ein Kettlebell-Komplex, den ich dir gleich erklären werde. Und der zweite Teil bewegt sich eher in die Richtung, ja, Krafttraining und Bodybuilding-Training mit ein paar mehr Wiederholungen. Aber beide Kraftteile sind organisiert in 15 Minuten AMRAPs auf Qualität. Das bedeutet, du nimmst dir 15 Minuten Zeit, so viel
wie möglich davon zu schaffen bei höchstmöglicher Qualität. Es geht nicht darum, die Wiederholung irgendwie zu machen und irgendwie hinzuhunzen und die Qualität schleifen zu lassen, sondern ganz besonders heute beim Krafttraining geht es darum, dass wir maximale Qualität haben und uns in dieser Qualität an die Grenze bringen, dass wir kurz davor sind, dass die Qualität runtergehen könnte. Also wir hier schwellig arbeiten, dort wo du mit schweren oder auch mediumschweren Gewichten oder vielen Wiederholungen sowieso arbeiten solltest. Zum Kettlebell-Komplex gehören heute 3 Kettlebell-Cleans, immer aus dem Swing mit einer Hand, 3 Front-Squats mit der Kettlebell, 3 Thrusters mit der Kettlebell und 3 Overhead Squats. Ganz kurz vorab, wenn dein Gewicht dir für den Ablauf zu schwer sein sollte, reduziere gern die Wiederholungen oder wenn dir die Überkopfkraft oder die Mobilität fehlt, mache statt der Overhead Squats gerne Front Squats oder sogar Goblet Squats. Das Entscheidende dabei ist tatsächlich der Squat, wenn deine Überkopfmobilität nicht vorhanden ist. Das Entscheidende heute sind wirklich die Beine. Also, unser Komplex sind 3 Cleans. Für den Clean schön die Kettlebell in dich reinziehen, aus der Hüfte beschleunigen, durchtauchen und in der Front Rack Position fangen und von hier wieder runter fangen, eine Seite, runter, Swing, fangen. Die Kettlebell liegt vorne auf dem Unterarm, auf dem Brustkorb. Wir halten sie nicht so, sondern sie liegt auf unserem Körper hier auf. Gehen wir auch direkt in die Front Squats. Wir bleiben hier und beugen in einer vernünftigen, aufrechten Position bis in die tiefe Hocke. Und das gleiche gilt auch für die Thrusters. Tiefe Kniebeuge und rausbeschleunigen, vorne wieder abfangen. Tiefe Kniebeuge, rausbeschleunigen. Zack. Für den Overhead Squat bleiben wir in der Überkopfposition. Schön Schulter stabilisieren, Schulterblätter hinten zusammen, Spannung, Ellbogen durchstrecken und hier tief in die Kniebeuge runter. Zu jeder Runde gehören quasi pro Seite 12 Wiederholungen. Wenn dir das Gewicht zu schwer sein sollte, reduziere gerne die Wiederholung. Mach vielleicht immer nur 2 pro Übung oder sogar eine. Letztendlich ist es wichtig, eine Seite fertig machen, kurz durchatmen, wenn du so ein bisschen außer Atem bist, so wie ich gerade nach den Wiederholungen, und dann auf der anderen Seite. Das Ganze 15 Minuten lang und es geht wirklich darum, dass du Krafttraining machst. Das ist kein Cardio-Ding. Wenn du das Gefühl hast, das Gewicht ist zu leicht, dann mach lieber mehr Wiederholungen der einzelnen Übung und versuch dich wirklich irgendwo hinzubringen, wo das ganze Ding anstrengend ist. Wenn diese 15 Minuten vorbei sind, machst du eine kurze Pause und dann geht es in den heutigen Kraftteil. Kraftteil ganz besonders, weil wir jetzt die koordinative Komponente rausnehmen aus dem Swing, dies, das. Das Ganze kommt weg. Wir haben den koordinativen Anspruch quasi eliminiert und wir machen 15 Minuten lang 2 relativ simple Übung. Übung Nummer 1 ist der Suitcase Deadlift, also der Deadlift mit einer Kettlebell an der Seite vom Körper. Ja, hier müsst ihr schauen, je nachdem wer unter euch wohnt oder wie der Boden ist, ob ihr Kontakt zum Boden habt oder nicht. Ich persönlich würde sogar bevorzugen, keinen oder nur minimalen Kontakt zu haben. Suitcase Deadlift oder einseitige Deadlifts sind eine wunderbare Kombination aus Beinkraft und Stabilitätstraining für den Rumpf, weil wir natürlich diesen Ausgleich hier permanent aufrechterhalten müssen und unsere Rumpfmuskulatur richtig ackern darf. Und gerade jetzt, wo wir zu Hause vielleicht ein bisschen viel rumsitzen, ist ein bisschen mehr Core-Training keine schlechte Idee. Und Übung Nummer 2 sind Reverse Lunges. Und dafür nehmen wir die Kettlebell ganz einfach vor die Brust, halten sie hier so oder auch so, je nachdem was besser passt, gehen hier zurück in die Ausfallschritte, zack, und machen hier auch 10 Wiederholungen pro Kettlebell.
Seite. Mr. No Cardio, würde ich sagen. 15 Minuten lang machen wir jeweils 10, 20 Wiederholungen Lunges. Da wir wahrscheinlich nicht so viel Gewicht zur Verfügung haben, ist das Ziel eine möglichst kontrollierte, langsame, negative Bewegung und eine vernünftige Konzentrik. Beim Kreuzheben sieht es natürlich dann so aus, beim Split Squat ganz besonders oder beim Lunge. Knie, Fußgewölbe aufbauen, Fuß krallt in den Boden, Knie nach außen über den Fuß, Schritt zurück, langsam zu runter, nach unten und hier raus beschleunigen. Langsam runter, 21, 22, 23, Schritt nach vorn. 21, 22, 23, Schritt nach vorn. Dass wir wirklich viel Last und Zeit in der Spannung auf die Oberschenkel bekommen und das gleiche natürlich auch auf die Rückseite beim Deadlift. 15 Minuten lang, 10, 10, 20, um wirklich hier ein bisschen Arbeit verrichten zu können. Das soll dein Unterkörper Kettlebell Workout für heute sein. Wenn du das Workout machst, schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wie der Komplex läuft, wie viel Gewicht du benutzt und wie sich das Ganze angefühlt hat und ob das mit der Überkopfmobilität bei dir klappt oder wenn nicht, was du vorhast dagegen zu tun. Ansonsten tu mir den Gefallen, like dieses Video, teile es mit jemandem, der auch eine Kettlebell zu Hause hat und vielleicht jetzt gerade ein bisschen zu wenig trainiert und ganz besonders abonniere meinen Kanal, wenn du jeden Tag ein neues Workout haben willst, jetzt gerade in der Zuhause-Trainierzeit und auch sonst bekommst du bei mir wirklich, wirklich viel Input rund um nachhaltiges Training und performanceorientiertes Training für maximale Leistungsfähigkeit. Und jetzt gerade, wo wir zu Hause trainieren, sollten wir alle ein bisschen zusammenhalten und die unterstützen, die uns dabei helfen, weiter trainieren zu können und unsere Passion, unsere das, was wir am liebsten machen, das Training aufrechtzuerhalten und nicht die Motivation zu verlieren. Und ich gebe mir ganz, ganz viel Mühe, dass du die richtigen Workouts für dich zu Hause bekommst und auch noch vernünftige Erklärungen, warum, wieso, weshalb. In diesem Sinne wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Training. Zieh durch und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video mit der Kettlebell oder ohne oder mit dem Equipment, das du auch immer zu Hause benutzt. Und bis dahin würde ich sagen, ganz, ganz viel Spaß beim Training und ich freue mich, wenn du hier bald wieder dabei bist. In diesem Sinne, tschüss.